Hey, liebe Leute, und willkommen zur nächsten Runde von Oxygen Not Included. Wir sind fast im Zyklus 80 angekommen. Also wir haben das Early Game auf jeden Fall überlebt. Wir sind so schon, kann man schon sagen, im Mid Game. Und allmählich nähern wir uns dem Endgame. Warum ist das hier eigentlich verschmutzt? Das habe ich ja hier abgeklemmt. Ist auch abgeklemmt. Kann man das hier entleeren? Warte mal. Und dann desinfizieren. Ich glaube, wir müssen es erstmal entleeren lassen. So, wir sind eigentlich leider voll. Wird mal jetzt nicht mehr als. Oh, wir können einen schicken Anzug nehmen. Nicht noch jemanden hier reinholen. Algen immer noch 30 Tonnen. Ist super easy, ey. Okay, hier wird es ein bisschen kritisch. Das heißt, wir können den hier ruhig nochmal anmachen. Und ja, hier geht das durch, den Strom. Zerlegen, nur die Stromkabel. Da sind auch keine Eier mehr drin. Das heißt, das kann hier weg. So, das geht, das geht. Als nächstes machen wir hier das Salzwasser. Und es wurde auch gesagt, wir brauchen hier doch ein bisschen mehr Wasserstoff. Wachstum 100%. Wir müssen das mal hier auf Stufe 7 mal machen. Ja, theoretisch könnten sie jetzt eigentlich essen, ne? Keine Ahnung, was mit dem Stromkabel hier sein sollte, aber ist erstmal egal. Genau, wir forschen einfach immer schön weiter, bis wir alles voll haben. Können wir mal hier so ein Gasherd machen. Obwohl, ne, wir machen mal das mit dem Öl. So, sie sind immer noch glücklich und nicht überfüllt. Das heißt, wir könnten auf jeden Fall noch ein Ei ausbrüten. Haben sogar hier so ein Salbei-Hatchling. Was frisst denn der? Erde, Schleim. Der frisst verschmutzte Erde. Interessant. Bei Hedge. Da machen wir mal Erde rein. Erhöhen wir mal ein bisschen. Und hier ist ein. Irgendwo war hier so ein Steinhedge. Was braucht denn der? Ach hier. Der, ach du Scheiße. Der ist hier irgendwelche Erze, Obsidian, Granit. Das kriegen wir aber auch hin. Steinhedge. Das haben wir sogar hier schon. Sedimentstein. Okay, na dann haben wir doch. So, hier ist auch noch Wasserstoff drin. Wenn ich die hier nochmal zerlege, dann müsste das ja eigentlich hier hochfliegen. Na, shit. Nochmal Wasser durchgekommen.
Strom muss hier noch gemacht werden. Okay. Das geht jetzt da nicht durch. Das haben wir weggemacht. Upsi. So, das läuft jetzt wieder weiter. Ich bin hier immer noch. Also das 3,9. Okay, das wird hier der spannendste Teil. Ich werde versuchen, mich dran zu erinnern, um das was sehen, dass es dann aufploppt. Okay. Das läuft. So, Strom ist wieder dran. Ich möchte jetzt mal sehen, wie das hier mit dem Scheren funktioniert. Und wir können jemanden... Wir machen mal... Er hat ja schon bessere Kleidung hier, ne? Wenig Sauerstoff, nasse Füße... Sie nicht schon einen schicken Anzug? Ja. Stimmt. Okay, dann haben wir aber noch einen. Dann können wir... Wir machen mal Midome. Midome bekommt einen schicken Anzug. Mist, wo macht man das nochmal? Mal egal. Muss ja irgendwo liegen, ne? Kamera. Aufträge ist krass. Blablabla, metallisch, verschiedenes. Wie sagt man noch mal, dass die sich was anziehen sollen? Fuck, ey. Letztes Mal lag es, glaube ich, auf dem Boden und habe ich gesagt, hier, zieh an. Aber das ist natürlich kacke. Ah. Doch, man muss auf den raufdrehen. Okay, dann geben wir es jetzt aber hier Midome, haben wir gesagt. Du kriegst einen schicken Anzug. Ah Mist, jetzt haben wir es nicht gesehen, aber die wurden hier geschert. Aber wo steht denn das, dass die... Bilanztrikot gibt es, oh lol. Aber hier steht nirgendwo... dass man die dem Gas hier aussetzen muss, oder bin ich blind? Eine Datenbank für Schilffaser, okay. Schön. So, das ist hier eigentlich jetzt fast alles raus, der... Gruppenwachstum. Ne, unter Schuppen ist nichts.
Interesting. Also ohne Fell sehen die echt komisch aus. Da brauchen wir aber echt noch ein paar mehr von denen. Die Dinger sind auch sehr interessant. So, die nächste Forschung haben wir fertig. Dann machen wir jetzt mal ruhig das hier. Na, hier oben wird es auch ganz schön knapp. Und wir haben jetzt hier beide Dinger an. Ja, da müssen wir mal gucken, dass wir da vielleicht doch noch ein bisschen mehr machen. Oh Leute, das gibt's nicht. Okay. So, dann kann das hier aber wieder zu. Dann können wir hier ruhig luftdurchlässig machen. Okay. So, schön wäre, wenn sie jetzt hier wirklich noch ein bisschen aufräumen würden. Das ist jetzt auch wieder normal. Ja, okay. Außer hier sind Lebensmittelkeime. So, dann ist das nächste. Wir haben übrigens den 80. Zyklus erreicht. Nice. Wir machen jetzt 3,5. Okay. Ah, da komme ich echt blöd hin. Oder ich muss hier oben lang gehen. Durch das Granit hier durch. Dann machen wir hier eine Pumpe rein. Wir könnten hier ruhig nochmal so ein Algending hinstellen. So, im Grunde haben wir jetzt auch die Heizung fertig. Das ist auch ganz gut. Und isoliert. Aber wie kommt hier eigentlich Chlorgas hin? Sollte eigentlich nicht passieren. Weil hier kannst du ja eigentlich nicht durchkommen. Wie gesagt, die werden da noch ein bisschen was brauchen, um das zu schaffen. Dann alles weg. Hier fliegt alles rein. Eieiei. Okay, so haben wir noch die Möglichkeit, ein paar mehr Eier zu machen hier.
Ja, die müssten wirklich komplett hier oben in Wasserstoff drin sein. Das ist natürlich Kacke. Könnten es natürlich auch hiermit noch einmal ausgleichen. Hier noch ein bisschen reinmachen. War ein übelster Aufwand jetzt hier, aber da müssen wir durch. Weil hier ist eigentlich noch genug Wasserstoff drin. Wie sieht es hier eigentlich von der Wärme aus? Aber unsere. Hier oben ist ziemlich knackig. Ja, der Geysir, der ist. Da müssten wir auch mal ein paar Analysen starten. Kommen die da durch? Mich mal interessieren. So, warte mal, wir haben hier noch einen neuen Dude. Haben wir aber nicht. Wir nehmen mal die Leuchtkäfer. Ich glaube, der kommt da nicht durch. Schade. Müssten wir den hier doch nochmal zerlegen. Mal gucken, wenn man den analysiert, was dann passiert, ob man dann irgendwas machen kann. Das dauert halt ewig, ne? Oh Mist, der ist unterkühlt. Na, wir haben ja einen Arzt. Gucken wir, ob wir die mal herstellen können. Forschung. Förderschiene, Bunkertür, Bunkerziegel, Glasschmiede. Machen wir hier das mit dem Krankenhaus, vielleicht brauchen wir das noch. Ah, die kommen hier nicht ran. Komme ich eh nicht durch. Okay. Ja, wenn wir das hier oben alles mit Sauerstoff vollkriegen, mit Wasserstoff, dann wäre das schon effizienter. Aber die sind auch fast nur hier unten unterwegs. Müssen wir mal gucken, wie wir das noch hinkriegen. Ja, das Analysieren dauert hier ewig. Essen hat leider auch ein bisschen nachgelassen. Das wäre echt schön, wenn wir das hier mal hinkriegen würden. Wir sind fast durch. Man von denen eigentlich? Verschmutzte Erde, verrotteter Haufen, Ausscheidung, Sand. So, Strom. Ganz kurz.
Wir sind bei 850. Oh, das wird nicht gehen. Da müssen wir aufpassen. Da brauchen wir denn einen Brutkasten weniger, müssen wir dann benutzen. Wie warm ist denn das hier? 30 Grad. Das bitte auch zerlegen und... Ah, Scheiße. Warte mal. Legen, Rohrleitung. Das erstmal wegmachen. Okay. Ja. Dann kommt das hier hin. Du kommst hier rein, du gehst hier raus. Okay. Müssen wir hier aber die Ziegel hinmachen. Und hier machen wir mal eine richtige Tür rein erstmal. Oh, da bin ich auch mal gespannt. Aber irgendwie scheint der hier keinen Bock mehr so richtig zu haben, oder? Ich will mal das hier wegwischen. Aber eigentlich bräuchten wir jetzt mal noch wieder ein bisschen verschmutztes Wasser. Oh, hier, der ist bald voll, ey. Das wird auch eine richtige, ein richtiger Akt, das sauer zu kriegen. Machen wir mal ruhig das Medizinstinks. So, hier, kommt schon. 2,2, okay. Okay. So, die Eier müssen fertig werden. Okay, das ist geschlüpft. Das heißt, wir verbrauchen nicht mehr so viel Strom. Wir können mal nochmal nach den Skills gucken. Da haben ja alle doch jetzt nochmal was dazu bekommen. Ich würde mal noch jemanden machen, der graben kann. Leorin. Dann machen wir Landwirtschaft, Crying Angel. Wir brauchen hier dieses Schutztraining. Das können wir machen. Grillen, Koch. Das auf jeden Fall. Barney. Was macht denn Barney? Ich muss nochmal dekorieren, da haben wir nur einen.
noch ein Kochen. Haben wir noch einen Klempner. Hier haben wir auch nochmal einen Klempner. Und Joshua macht Viehzucht. Okay. So, dann haben wir jetzt mal alle hier zu tun. They got better, habe ich in Errungenschaft bekommen. Okay. Noch nie Erfolg anzeigen. Die werden besser. Heile einen kranken Duplikanten. Easy. Okay. Liegt da jetzt eigentlich... Ja. Bekommt immer noch ein bisschen Wasserstoff raus. Das heißt, es wird hier immer mehr. Und dann fangen die auch an, wieder ihre Schuppen wachsen zu lassen. Die Frage ist, legen die auch ein Ei? Reproduktion, 71%. Das wäre ja natürlich optimal. Was war das? Wenn das hier nichts mehr rauskommt, inaktiv. Er wird für einige Zeit nicht wieder ausbrechen. Ich glaube, wir müssen den quasi analysieren. Wenn wir mal das ein bisschen hochhauen. Oh ja, immer schön reiner in den Dreck. Oh. Warum? So, wie sieht es hier? 1,9. Okay, ich glaube, das Ding heben wir uns auf jeden Fall für die nächste Folge auf. Wenn alles gut geht, dann müsste das hier wieder voll sein. Und dann ist erstmal für die nächsten 50 Zyklen alles schicki. Weil der wird auch immer weniger hier, merkt er. Und dadurch, dass der jetzt ausgefallen ist, haben wir hier doch ein arges Wasserproblem. Wobei wir hier oben natürlich das Wasser haben, aber es ist übelst warm. Und ich muss es auch erstmal irgendwie hier runterkriegen. Da muss ich mal gucken, wir haben hier super viel Salzwasser. Vielleicht können wir das auch erstmal irgendwie umwandeln. Salz, entfernt Salz aus oder Salzwasser produziert Wasser. Ja, ich glaube, dann müssen wir den Entsalzer machen. Der braucht Wasser, Salz, Wasser, Salz, Wärme, bla. Natürlich könnten wir den ja eigentlich hier hinstellen. Und eventuell könnten wir hier sogar... Oh Gott, wie viel Kohle habe ich eigentlich noch? 32 Tonnen. Alles klar. Dann machen wir hier noch einen Kohlegenerator hin. Zwei Batterien. Und dann können wir dafür sorgen, dass der... Ey, oh Mensch, dass der den hier anfeuert. Macht man noch nicht ran, die Pumpe soll noch nicht laufen. Oh, du kannst auch so machen. Nachher wundere ich mich noch. Was habe ich denn hier gemacht? Merkwürdig. Okay, das wird gebaut. Das ist da drin ja auch immer noch kühl. Das heißt, es wird auch nicht warm. Und dann können wir quasi das Wasser
hier oben lang schicken. Dann geht's ja hier wieder in den normalen Fluss rein. Okay, wir versuchen es mal so. Okay, interesting. Weil momentan wächst hier nichts und wir haben echt ein bisschen wenig von dem Zeug. Aber wird gern mal Nahrung, einen Eyecracker bauen. Nicht, ob der Strom braucht oder so. Weil Eier haben wir mehr als genug. So, hier sind wir fast voll. Hier kommt jetzt immer mehr Wasserstoff rein. Das können wir, wie gesagt, nachher auch nochmal auspumpen lassen. Ich will wenigstens, dass die beiden hier oben voll sind. Wir machen mal Hatchling-Ei. Wie viel haben wir davon? 14. Machen wir mal ruhig 10 weg. Da haben wir nur 2. Ne, ich mach mal nur die Hatchlinge. Mal gucken, wie viel Essen das bringt. Gramm und Eierschalen. Okay. Oh Leute. Das wird auf jeden Fall spannend. Wir haben aber auch nicht mehr Eis hier drin. Hier ist noch ein Geysir, den wollen wir mal noch untersuchen. Machen. So, Strom ist an. Sind jetzt hier alle Rohre frei. Das sieht gut aus. Und hier rein, hier raus. Oh Gott. Eigentlich nur hier ran, da kommt es ja raus, das Saubere. Okay, dann geht es wieder in den Fluss rein. Okay. Das gucken wir uns mal noch kurz an, ob das hier so funktioniert, wie ich mir das hier so ausgeflinkt habe. Wie gesagt, es ist normal warm, also es müsste jetzt nicht alles erhitzen. Wir könnten... Oh Gott, wir haben echt einen Nahrungsmangel, holy shit. Hier machen wir mal auch auf 7. Die wachsen halt leider auch nicht. Okay. Analyse abgeschlossen. Und die Ergebnisse zusammengestellt. Ein unter hohem Druck stehender Geysir aus dem regelmäßigen bla bla bla. Der ist jetzt für 46 Zyklen außer Gefecht quasi. Interessant, interessant. Okay. Na, wir müssen jetzt wirklich gucken, dass das mit dem Salz klappt. Braucht der sonst noch irgendwas? Salzwasser. Anforderung, was ist denn Sohle? Flüssigkeit, Eingangsrohr, achso, damit kann man es auch machen. Effekt. Also man verliert ein bisschen Wasser. Von 5 Kilo Wasser kommen 4,65 Gramm raus. Man bekommt aber auch Salz.
pro Sekunde Wärme, bla bla bla, ist egal. Müsste eigentlich funktionieren. Ich bin mal gespannt. Das will ich jetzt noch sehen hier. Muss jetzt nur einer da hinrennen und das Ding anmachen. Aber uns geht eventuell bald hier unser Essen aus. Obwohl hier so aussieht, als wenn alles noch voll ist, aber es sind wahrscheinlich alles Kochzutaten hier, ne? Hm. Warte mal, das kann hier wieder weg. Okay. So, Forschung ist geschafft. Die lassen wir jetzt mal kurz sein, damit die hier mal ein bisschen zu Potte kommen. Ich will jetzt sehen, dass das hier klappt. Und los geht's. Boah, ist immer noch blockiert, sagen sie. Ich hoffe, es müsste eigentlich in beide Richtungen gehen. Ah, ne, ich habe es falsch rum hier gemacht, das Rohr. Ah, okay, okay, okay. Alles gesehen, alles gesehen. Moment. Nochmal. Bohrbrücke. Legen. Muss genau andersrum. So, Nahrungsmangel. Jo, wissen wir Bescheid. Ja, Wasser kommt raus. Die werden wieder bepflanzt und wachsen. Und jetzt geht das auch wieder hier oben rein. Das geht hier rein. Können das hier auch wieder reintröpfeln lassen. Aber ich will nur mal kurz gucken. Das geht ja hier oben rein. Okay. Okay, okay, okay. Wie gesagt, das hat ein bisschen viel zu tun, aber ich will, dass das hier auch wieder ein bisschen voller wird. Ja, Nahrungsmangel, alles gut. Oh, 0,9. Ach komm, wir lassen mal die Folge jetzt hier noch ein bisschen länger. Ich will jetzt hier sehen, was passiert. Das mit dem Eis, obwohl 0,9, es dauert noch ein bisschen. So, hier kommt jetzt Wasser rein. Leider ein bisschen wärmer, aber ist okay. Ach, der kommt nicht klar, weil er im Wasser steht, ne? Obwohl, ne, wir haben es ausgeschaltet. Wir können es mal aktivieren, ob es geht. Das hier muss ein Bug sein. Aber eigentlich kommt ja das Salzwasser durch. Vielleicht ist es auch nicht richtig verbunden. Ich weiß es nicht. So, die macht jetzt das sogar. Dünger brauchen wir. Ja, keine Ahnung, warum die nicht funktionieren. Die sind auch noch am Wachsen. Haben wir wieder ein paar neue Hatchling-Eier? Nee. Okay, oh shit. Das war, glaube ich, ein bisschen too much. Dann können wir das jetzt hier wieder zerlegen. Da haben wir jetzt hier genug drin. Weil die
Pflanzen wachsen jetzt hier nicht so ganz. Okay. Ich hoffe mal, wir haben es jetzt erstmal wieder so ein bisschen gerettet, bis der hier wieder aktiv wird. Echt ein bisschen heftig. So, aber hier. Schön, Salz wird rausgemacht und Wasser wird produziert. Der Tank wird auch wieder aufgefüllt, der wird wieder voll. Und der wird jetzt auch noch ein bisschen nachgefüllt. Und in der nächsten Folge müsste. Nee. Müsste das schmelzen, wollte ich sagen. Es ist ein bisschen geschmolzen, aber nicht so viel, wie ich dachte. Schade. Hier ist nichts mehr drin. Ja. Haben wir irgendwo noch Eis? 2600 haben wir. Ansonsten nur noch verschmutztes Eis. Wir können ja das Eis hier wieder reinmachen. Ne, hier steht 0. Achso, das müsste da sein. Machen wir hier eine 6. Ah gut, ich hätte echt gedacht, das bringt mehr, weil es 8 Tonnen waren. Ich dachte wirklich, das geht bis hier oben hin. Dann müssen wir jetzt hoffen, dass wir mit dem Auffüllen hier trotzdem nochmal hinterherkommen. Ansonsten müssen wir uns hier noch ein anderes Salzwasser-Ding schnappen. Dann würde ich aber sagen, machen wir jetzt hier erstmal einen Cut rein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zugucken und für all die schönen Tipps, die ihr mir immer gibt. Weil jetzt nähern wir uns wirklich langsam so einen Punkt, wo ich dann auch nicht mehr so richtig weiter weiß. Und auch gucken muss, klappt es jetzt? Wie baue ich weiter? Was kommt als nächstes? Von daher bin ich für jeden Tipp gerne immer willkommen. Und das nächste, was wir wirklich mal machen, müssen die Map ein bisschen besser angucken. Dass wir hier mal ein bisschen uns weiter nach oben buddeln. Und dann gucken wir einfach mal weiter. Ich bedanke mich immer fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Immer schön ein Like oder ein Abo dalassen. Da würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Bye, bye.